Schlaf, Rotfuchs, Schlaf. Nein, weiter geht's. Ja, damit herzlich willkommen hier zurück in dieser kaputten Gegend. Nachdem ich letztes Mal das Wasser hochgelassen habe, ansteigen habe lassen. Weil ich letztes Mal noch eine Kugel freigelassen habe, konnte ich jetzt halt eben schwimmen hier hin. Ich habe da eben was Rotes verloren oder was? So, jetzt nochmal hier rüber. Oha, das war knapp. Rotes Tor hier, so ein Durchgang. Okay. Da muss man da irgendwas reinlaufen lassen. Ja, wieder so ein Zeitding, ne? Kriege ich ihn da hoch? Und dann, wenn ich weggehe, ja, geht wieder runter. Nee, so nützt das nicht. Als Geist habe ich kein Gewicht. Lass mich hier hoch, Mann. Das ist so ein knappes Ding, ey. Mann, ich mag sowas nicht. Wenn es immer so knapp ist. Und der Fuchs, der springt ja nicht so, wie man das gerne hätte. Ja. Diese Folge hier heute nehme ich auf. Jetzt ist es 12.46 Uhr am Nachmittag. Und wir schreiben heute den 8.8. Und draußen sind es über 30 Grad. Und es ist verdammt heiß. Ja. Was mache ich denn da? Wieso kriege ich ihn jetzt nicht mehr runter? Ach so. War ja komisch. Dann kriege ich ihn hoch und dann will er. Nee, ich war nicht ganz drauf. Okay, jetzt bin ich erstmal ein Stück weiter gekommen. Mal gucken, was hier oben ist. Okay, da oben ist nochmal eine blaue Blume. Nein, boah, ich bin nicht ganz drauf. Frechheit. Ach, hier springt er wieder nicht drauf und ey. Bereits wieder sozusagen seitwärts ab. Du springst ja gerade drauf und dann. Na, Mann. Wieder nicht. Alter, kann das nicht ein klein bisschen warten, bis ich da drauf bin und dann hochgehen? Bring schon genau drauf und dann bringt es nichts, ey. Boah.
Mano. Hep. Nee. Nee, ich bin nicht ganz drauf. Nee. Das klappt nicht immer. Mann, ey. Ah, sowas ist immer total bescheuert, ey. Genau, ja, jetzt muss ich auch mal gehen wieder, ne? Genau drauf und dann. So, rüber hier. Laufen. Nee. Darum ist nichts. Wieder weg. Das geht so schnell. Warum nicht? Ja, hier oben. Wow. Hat das noch geholfen? Es hat geholfen. Okay, da ist eine Kugel rausgekommen. Eine Kugel links, eine Plattform links. Das heißt, wenn da rechts eine ist, dann muss da rechts auch eine Plattform oder was sein. Mal gucken. Oder halt nur so ein Stein. Eben auch die Blume dann mitnehmen können, aber gut. Rollt. Yeah. Rolle, 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 rolle. Und so, was kommt jetzt? Ah, das Tor öffnet, na klar. Allerlei. Auf geht in den nächsten Abschnitt hier. Und da ist Wasser. Gut, das Tor bewegt sich. Kleiner Wirbelwind. Der bringt einen nach oben. Warum auch immer. Mhm.
Stab finden. Aber hier sehe ich ihn im Moment nicht. Finden kann. Bin ich jetzt auf der Suche nach meinem Stab? Hm. Hier so ein Wanderstock oder vielleicht auch ein Zauberstab, wer weiß. Damals wirklich waren und was sie gemacht haben. Es wurde hier gespeichert, das ist toll. Aber ich mache natürlich weiter. Was ist das denn für ein Öl? Das ist kein Wasser. Vorne springt, dann springt er, du kannst ihn nicht steuern dann. War der Sprung wieder zu kurz. Ja, hoch. Ich wollte hier einen Wuff, der braucht nicht in den Po. Hui. Ach komm. Hätte doch darüber springen können.
Applaus an. Ein paar Leute klanken. Irgendwie. So, jetzt kriege ich da so einen Drehwurm. Hui, oh Gott. Da sind irgendwie zwei Augen und noch mehr Augen. Nein, Fenster. Da ist eine Plattform wieder mal. Und da geht wohl noch einer nach oben. Wo soll ich zuerst hin? Wenn ich unten bin, muss ich ja wieder hier hoch. Hoppla. Hier oben ist nichts. Da, da ist der Stab. Der Stab der Weisen oder so. Okay, wenn ich den jetzt hier hole, es geht. Ja. Okay. Und wo dieser Geist ist, weiß ich ja auch. Wow. Das ist echt ein langer Weg diesmal. Keine Ahnung, ob ich schon mal so einen langen hatte. Wo ich den Stab gefunden hatte und dann wieder zurück zu dem Ort, wo die halt liegen. Geht jetzt nicht auf. So, jetzt aber. Und so haben wir ja wieder auch eine Seele befreit oder was. Okay, jetzt muss ich dann wieder da hoch. Und dann war ja noch rechts davon die Plattform.
Hui. Okay, da ist die Plattform. Hier oben war dann wohl, oder? Ich gehe mal erstmal gucken. Ja, das bringt mich dann wieder hier hin, genau. Okay. Was macht denn diese Plattform hier? Ah, kriege ich da Drehwürmer? Hm. Oh komm, diese Zeitdinger hier, das ist doch wohl nicht wahr. Hm, Hauptsache. Und, hui, ach, der springt einen noch. Dieses Ding schmeißt mich doch nach vorne. Wie soll ich denn da nach den ganz rechten hinkommen? Moment, das muss ich nochmal rausfinden. So. Ich will mich nach rechts bewegen, aber so geht's ja nicht. Ui. Moment. Oh, gegen Dings. Und da war ich schon mal dichter dran wieder. Aha. Okay. Das muss ich nur noch mit Ihnen da durch. Na, ich hab das Ding ja nicht. Moment. Ja, fuck. Das doch mal an hier. Okay, da ist noch so eine. Stab. Hm.
Da verstehe ich nicht, wie ich diese Dinge anordnen soll. Was gehört nach vorne? Das ist wieder so ein Rate-Ding, ey. Berge. Was gehört das nach vorne? Es sind auch Berge drauf. Ich weiß auch nicht, was da vorne drauf sein soll. Wenn man da irgendwas... mit ableiten kann oder sowas. Da ist so eine Person bei diesem Stein, aber was muss das hier oben hin? Warum braucht ihr das jetzt? Hatte ich doch vorher auch schon mal, aber na gut. Irgendwie verstehe ich diese Rätsel da noch nicht ganz. Jetzt habe ich wieder einen Stab, aber wo soll ich den jetzt hinbringen? Einen habe ich doch schon gefunden. Gezeigt. Soll ich jetzt meinen Stab hinbringen? Keine Ahnung. Na, hier sah jetzt wieder aus. Auf der anderen Ecke, dem glüht er dann. Na gut, ich werde erstmal hier die Folge beenden. Oh, es wurde gespeichert. Okay, gut, dann passt das ja. Dann bedanke ich mich. Mach dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Dann bleibe oder werde gesund. Und mal gucken, wie ich dann dieses Mal hier vorankomme. Ne? Dann mach's mal gut. Bis dahin. Bye-bye.